Falls ihr euch fragt, wieso hat euer Boy Osiru die Goku-Perücke auf, so ist diese Frage schon im Kern falsch, denn es ist nicht die Goku-Perücke, sondern Bardock-Perücke. Denn heute kam der Bardock jetzt hier raus, Freunde, und für Dragon Ball Z Kakarot und von eurem Boy auch bereits schon ein Video zum Bardock DLC. Das erste Video ist online hier auf dem Kanal, Freunde Osiru. Schaut es euch gerne an, falls ihr es nicht gesehen habt. Und wenn dieses Video erscheint, werde ich zeitgleich live sein auf twitch.tv/osirusstones. Der Link ist in der Beschreibung. Und wir werden live den Bardock DLC weiterspielen in Dragon Ball Z Kakarot. Falls ihr nicht könnt, live zugucken. Kein Problem, ich werde für euch weitere Bardock DLC Videos auf diesem Kanal editieren, bearbeiten und hochladen. Falls ihr das nicht verpassen wollt, Leute, lasst gerne ein Abo da, als auch einen Daumen nach oben, um das Ganze zu unterstützen. Wir kommen aber zum Thema des heutigen Videos. Es geht nämlich um das 8. Jubiläum in Dragon Ball Z Dokkan Battle. Wir haben ja letztens einen Teaser bekommen. Dort haben wir quasi GT gesehen, also die GT-Charaktere oder so eine GT-Thematik. Und heute haben wir den zweiten Teaser, das zweite Promo-Video bekommen. Und ich würde sagen, ich lasse erstmal für euch laufen. Und dann spreche ich mal drum, was das bedeuten könnte tatsächlich. Ja, wir sehen ja jetzt an der Stelle tatsächlich, um es kurz zu sagen, die Buu-Saga. Die Buu-Saga-Charaktere von Dragon Ball Z Dokkan Battle. Also mehr oder weniger so die Hauptcharaktere und wie das chronologisch so war. Wir haben jetzt Buu gesehen, ne? Mit Evil Buu, Gotenks, Ultimate Gohan jetzt hier an der Stelle, Super Buu, Buhan kommt dran. Schon schön zusammengeschnitten, so ist nicht. Mit den Dokkan-Animationen. Und jetzt hier dann an der Stelle, ja, die Fusion. Vegito. Oh, Daumen hoch Goku gegen Kid, was auch cool. Number One Vegeta. Und ja, merkt ihr was? Also, ihr merkt sicherlich sehr schnell was. So, und das ist das Promo-Video gewesen, Freunde. Number One da. Und sowohl hier. Ne? Sowohl hier als auch im ersten Promo-Video, wo wir GT gesehen haben, was fehlt da? Was fehlt in Dokkan Battle? Ja, also die Endszene, der Endkampf von dem. Sowohl von der Buu-Saga, wir haben den Endkampf nicht mit Genki Dama, also als Hauptcharaktere, nicht Free-to-Play oder so. Den Endkampf, by the way, Leute, auf Global Müll. Was soll das? Was soll dieser Geiz? Gohan und Ize Cell sind nicht erschienen, man weiß nicht, wann sie erscheinen. Das regt mich so auf. Unglaublich, ey. Aber zu denen werden weitere informative Videos kommen, als auch Showcases. Das war richtig geil. Werden die Tage hier rausgehauen. Aber nochmal um hier. Das war das erste Promo-Video. Das erste Promo-Video. Und was fehlt hier? Die Endszene, der Endkampf. Also wie die Gegner besiegt wurden. Nämlich hier aus GT fehlt Kid, also oder GT Goku mit der Genki Dama gegen Omega Shenlong. Und hier fehlt halt die Genki Dama gegen Kid Buu. Und Leute, wir haben ja auch schon spekuliert und die Community auch sehr stark, dass sie sich vorstellen, dass halt das 8. Jubiläum tatsächlich, so dumm es vielleicht für den einen oder anderen klingen mag, wegen der 8 zwei Genki-Dama sein könnte und dass das dann quasi eine Genki-Dama-Celebration wird. Das 8-jährige Jubiläum. Sodass wir zum Beispiel Part 1, und ich gehe aber davon aus, ich gehe sehr stark davon aus, dass sie das zum 8-Jährigen anders machen werden, nicht traditionell, also nicht Part 1 Duel Dokkan Festival, dann Part 2 Zai LR, gelbe Coin LR in einem Banner, denn wir haben jetzt Carnival-System eingeführt mit der letzten Donald Celebration. Also ich bleibe dabei, ich gehe sehr stark davon aus, dass zum Beispiel Part 1 dann, nehmen wir mal an, ein Omega Shenlong gegen einen GT Goku mit der Spirit Bomb erscheint. Ich persönlich würde Omega Shenlong als Dokkan Fest machen, tatsächlich, und nicht Carnival LR, weil GT hat sehr, sehr viele Superclass Dokkan Fest Liebe bekommen, Dokkan Fest Charaktere, und uns fehlt immer noch ein richtiger GT Bosses Leader. Und Omega Shenlong, da zum Beispiel Transforming Sin into Omega, den als 200% GT Bosses Leader zu machen, das würde ich definitiv annehmen, sag ich mal. Das fehlt nämlich noch. Das heißt, ich würde Omega Shenlong tatsächlich als Dokkan Fest raushauen und der Carnival LR wäre dann der GT Goku. Ja. Also, das ist nur eine Spekulation. Nehmen wir an, das wäre Part 1. So, wie ich es gesagt habe gerade. Dokkan Fest Omega gegen Carnival GT Goku. Aus der letzten Szene. Wenn dann Buu-Saga Part 2 ist,
Das sind, by the way, das sind alles so Spekulationen und Vermutungen, ne? Was einzig, was offiziell ist, sind halt diese Promo-Videos. Aber hey, das erste Skate hier und das zweite total random Majin Buu-Sänger. Wäre das zweite God Boys, dann wäre es ein Recap vom 7-Jährigen, aber das ist ja nicht der Fall. Und hier würde ich mir dann wünschen, eigentlich, das ist die Sache. Wenn es nach mir geht, wir warten schon so lange auf ein LR Kid Buu. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich auch diesen Kid Buu auch als Dokkan-Fest raushauen, aber... Ich nehme an, wir bekommen halt das Carnival-System. Also gehe ich davon aus, dass zu Partei dann ein, halt umgekehrt, ein Dokkan-Fest Genki-Dama Goku kommt aus der letzten Szene gegen ein Carnival Kid Buu. Wobei ich wirklich auch das switchen wollen würde. Also, ich würde mit beidem zufrieden sein. Ob jetzt Omega der Dokkan-Fest wäre oder Kid Buu, Hauptsache einer von denen, was wahrscheinlich der Fall wird. Ja, ist aber schwierig, ne? Also Kid Buu könnte man eigentlich auch... Kid Buu hat halt... Ja, Kid Buu hat halt... Der hat jetzt neulich diesen Strength-Kid Buu bekommen, Dokkan-Fest. Das war vom Vorfight. Omega, Dokkan-Fest Omega ist seit... Ist Ewigkeiten her. Der letzte war der physisch. Oh Gott, das war... Das war nach dem Zweijährigen zu Dawn-Restoration, oder? Gegen Omega. Das war jetzt richtig lang her. Ja, Leute, lasst mich wissen, wie das Ganze findet, wenn es tatsächlich so wird. Es bleibt spannend mit dem Jubiläum. Wenn wir weitere Infos bekommen, werde ich es euch natürlich wissen lassen. Wie gesagt, wir sind live, twitch.tv/OzoruStones. Checkt auch gerne Instagram aus in der Zukunft. Lasst dort auch gerne ein Follow da. OzoruStones heißt ich dort. Denn dort auf den Stories gebe ich immer spontan Bescheid, wie wann ich live gehe. Bis Ende Januar wird es ein bisschen spontan sein. Ab Februar haben wir dann immer einen normalen Streamplan, wie immer. Es herrscht auch gerade ein Streamplan, so ist nicht. Aber beispielsweise steht heute 20 Uhr dran, aber ich gehe jetzt schon live. Genau, wir machen das Kakarot jetzt, die Freunde. Wenn ihr all das nicht verpassen wollt, genau, haltet die Augen offen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sehen wir uns ansonsten das nächste Mal wieder. Macht's gut. Peace.